Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie sind nicht gewählt, um hier im Haus religiöse Politik zu machen, egal ob christlich, jüdisch oder muslimisch oder was auch immer. Sie sind gewählt, wir alle sind gewählt, um Politik auf dem Boden unseres Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung zu machen. Der Staat ist neutral. Der Staat ist neutral. Es gibt keine Staatskirche. Der Staat darf keine Religion oder Weltanschauung bevorzugen oder benachteiligen. Der Staat muss Religionsfreiheit garantieren. Dazu gehört es auch, dass er die ungestörte Religionsausübung garantiert, sicherstellt, gewährleistet, ermöglicht. Unsere gemeinsame Wertebasis ist mitnichten eine christlich-abendländische und es ist auch keine christlich-jüdisch-abendländische. Die Werteorientierung, auf die wir uns alle hier in irgendeiner Weise auch berufen, ist in allen großen Religionen in ähnlicher Weise angelegt, insbesondere in den abrahamitischen Religionen Judentum, Islam und Christentum. Hinzu kommen die Werte des Humanismus, der Aufklärung, die unser Staatswesen deutlich stärker begründen als ein Rekurs auf irgendeine Religion. Sie sollten den Begriff des christlichen oder des christlich-jüdischen Abendlandes ganz schnell und endlich aus Ihrem Wortschatz streichen. Hören Sie gut zu, was ich jetzt ausführe. Eine christlich-jüdische Symbiose, in die in irgendwie gearteten Leitkultur dieses Landes mündete, die gab es in Deutschland nie. Eine jahrhundertelange Tradition der Verfolgung, der Diskriminierung und Pogrome in Deutschland und in anderen europäischen Staaten gegen Juden und Jüdinnen bestimmen vielmehr das historische Bild des christlich-jüdischen Verhältnisses. Die Berufung auf die Werte des christlich-jüdischen Abendlandes blendet sowohl die deutsche Geschichte des Antisemitismus als auch den gegen Migranten und Migrantinnen gerichteten Rassismus aus. Zudem wird in einer säkularer werdenden Gesellschaft ein omnipräsenter religiöser Identitätsbezug hergestellt, der mit den realen gesellschaftlichen Verhältnissen, das haben ja selbst Sie, Herr Zellmeier, zugegeben, nicht mehr übereinstimmt. Neben der ausgrenzenden Wirkung gegenüber allen, die nicht dem christlich-jüdischen zuzuordnen sind, wird auch die jüdische Kultur und Religion wieder mit Zuweisungen versehen. Und jetzt hören Sie zu, Herr Freller. So schreibt nämlich der ehemalige Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, und er hat das sehr oft ausgeführt in verschiedenen Interviews und Schriften, Salomon Korn, dass in dieser Debatte den Juden wieder eine Rolle zugewiesen werde, die er als Funktionsjude umreißt. Die Deutschen brauchen die anderen, um zu sagen, wer sie selbst sind oder sein könnten. Neuerdings würden die Funktionsjuden in die christlich-jüdische Kulturdebatte inkorporiert, um gemeinsam gegen den neuen Fremden, den Islam, anzugehen. Das genau ist das Thema hier. Und jetzt reden wir über Feiertage. Sie wollen ja über Feiertage reden. Über was reden wir eigentlich? Da steht auf Ihren Anträgen gegen muslimische Feiertage. Ja, es ist gut, dass die Politik überhaupt nicht darüber zu entscheiden hat, ob es muslimische Feiertage gibt oder nicht. Die gibt es. Die gibt es. Und zum Glück können Sie das nicht ändern. Es geht ja, Sie sagen ja noch nicht mal klar, worum es geht in Ihrem Antrag. Der Kanon der gesetzlich geschützten religiösen Feiertage ist in der Tat in unserem Land historisch gewachsen. Er ist auch höchst unterschiedlich in den Bundesländern. Sie nennen das ja auch christlich-jüdisch. Ich sage, das ist doch gelogen. Es gibt doch keinen einzigen jüdischen Feiertag, der in derselben strengen Weise geschützt ist als gesetzlicher Feiertag wie ein christlicher Feiertag. Die gibt es doch gar nicht. Wovon reden wir hier? Auch in Bayern nicht, ganz genau. In Bayern ist es sowieso noch mal verschärft. Ja? Da kann man ja noch nicht mal von einem allgemeinen christlichen Tableau an Feiertagen sprechen. Wenn wir mal ehrlich sind, dann handelt sich das wohl eher um ein römisch-katholisches Tableau, was wir hier an Feiertagen haben. Kolleginnen und Kollegen, niemand
Niemand will christliche Feiertage abschaffen oder einschränken. Niemand. Ich kenne, genau wie die Kollegin vorher gesagt hat, keinen einzigen Versuch. Doch, ich kenne einen Versuch. Die einzigen, die hier in diesem Hause sitzen und jemals einen christlichen Feiertag abgeschafft haben, das sind Sie. Allein Sie. Sie haben den Buß- und Bettag abgeschafft. Rein aus wirtschaftlichem Kalkül. Das waren Sie. Keiner von den anderen Fraktionen hier. Ich habe schon gesagt, die religiösen Feiertage, auch die muslimischen, die gibt es in unserem Land. Das ist gelebte Realität. Es ist doch völlig selbstverständlich, dass Muslime, gläubige Muslime, die meisten sind ja auch eher säkular orientiert, dass die gläubigen Muslime ihre Feiertage leben können. Es gibt zuletzt von 2015 aus dem Bayerischen Kultusministerium nochmals an die Schulen die Anordnung, was folgt aus dem Feiertagsgesetz. Die muslimischen Schüler sind ohne weiteren Antrag zu befreien an ihren Feiertagen. Das ist gelebte Realität. In den Schulen, in den Kindertageseinrichtungen, da versucht man interreligiöse Bildung, interreligiöse Kultur. Da feiert man die verschiedenen Feiertage gemeinsam. Man schafft auch nicht den Martinsumzug ab, wie Sie immer behaupten. Das ist überhaupt nicht wahr, sondern man sieht die ganze Vielfalt, die es da gibt. Wir haben in der letzten Woche hier nebenan im Senatssaal den Bürgerpreis verliehen. Das Thema hieß: Mein Glaube, dein Glaube, kein Glaube, unser Land. Das ist die treffende Beschreibung Bayerns. Mein Glaube, dein Glaube, kein Glaube, unser Land. Das alles ist unser Land. Und Herr Zellmeier, ich glaube, Sie waren nicht bei der Preisverleihung. Sonst hätten Sie nämlich die Warnung des Sonderpreisträgers gehört. Das ist die Freunde Abrahams e.V. hier aus München. Der Vorsitzende ist Professor Wimmer von der LMU. Und der hat in seiner Dankesrede sehr deutlich gemacht, dass wir doch bitte alle bedenken mögen, insbesondere die CSU. Und bis hin in die Staatsregierung hat er gesagt, dass man nicht mit unbedachten Äußerungen und Kampagnen all das zunichte macht, was diese Organisationen, die wir auszeichnen hier und ausgezeichnet haben, in jahrelanger Arbeit aufgebaut haben. Heute tun sie das wieder. Herr Zellmeier, wir sehen in der Tat überhaupt keinen Änderungsbedarf an dem Feiertagsgesetz in Bayern. Ich glaube, wir Grüne sind auch die Einzigen, die eine Religionskommission über mehrere Jahre haben arbeiten lassen und die einen bundespolitisch abgestimmten, sehr tiefgehenden Beschluss zur Religionspolitik in Deutschland gefasst haben. Da hätten Sie das schon nachlesen können. Aber dafür müsste man ja eine ernsthafte Auseinandersetzung auch mit dem Thema voraussetzen. Wir sehen keinen Änderungsbedarf. Viel eher, das kann man durchaus mal sagen, müsste man aber doch mal zur Kenntnis nehmen, dass die Vielzahl der religiös begründeten Feiertage, dass denen nur wenige nicht religiös begründete gegenüberstehen. Zwei ganze sind das in Bayern, zwei. Man könnte also sehr wohl darüber nachdenken, ob es vielleicht sinnvoll für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wäre, mehr gemeinsame staatliche Feiertage oder staatlich oder demokratisch begründete Feiertage zu begründen, die für unsere Demokratie wichtige Wegmarken waren und sind. Insgesamt, denke ich, haben wir in Bayern keinen Mangel an Feiertagen. Aber jetzt mal nochmal zum Thema. Es geht ja nicht um Feiertage. Es geht, und das ist das Schlimme an Ihrem Antrag, gestern im Bundestag konstituiert sich zum ersten Mal seit dem Krieg wieder ein Bundestag, in dem Rechtspopulisten sitzen. Ein Vizepräsident wird nicht gewählt, weil er die Religionsfreiheit angegriffen hat. Da sitzen Islamhasser im Parlament. Und just an diesem Tag bringen Sie hier diesen Antrag ein und wir müssen ihn heute diskutieren. Und das Ganze nur zu dem einen Zweck, Ausgrenzung betreiben, Abgrenzung, nach dem Motto, wie Sie sagen, die rechte Flanke schließen. Und Sie betreiben jetzt schon hier das Spiel der Rechtspopulisten und der AfD, obwohl Sie noch gar nicht im Landtag sind. Ich sage Ihnen, machen Sie endlich die Arbeit verantwortungsvoller Demokraten. Machen Sie die Arbeit, die unsere Werte schützen, die unsere Heimat schützen, die unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Und ich sage Ihnen auch, was das ist. Gehen Sie gegen Kinderarmut vor, gegen Altersarmut. Kämpfen Sie für menschliche Flüchtlingspolitik. Gehen Sie gegen die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich vor.
Sorgen Sie für gute Bildungschancen. Sorgen Sie für eine zukunftsfähige Politik für unsere Kinder und Enkel. Tun Sie was für den Klimaschutz. Tun Sie was für die Energiewende, gegen das Artensterben. Tun Sie was für eine ökologische Landwirtschaft. Schützen Sie unser Wasser. Und so weiter und so weiter. Da geht es um die Grundfesten unseres Gemeinwesens. Und in all diesen Punkten versagen Sie hier. Damit würden Sie die rechte Flanke schließen. Damit würden Sie die Demokratie stärken, das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist unsere Aufgabe hier in dem Haus. Wir lehnen die Anträge ab. Dankeschön.